Unbekannte zertrümmern am frühen Morgen die Scheiben einer Tankstelle in Friedersdorf in Sachsen-Anhalt, nur um an die Zigaretten im Verkaufsraum zu kommen. Unerkannt suchen die Täter das Weite. Was die Diebe allerdings nicht wissen, ist, eine Überwachungskamera hat die Tat aufgezeichnet. Im Vorbeifahren wollen die Täter die Glastüren zur Tankstelle einwerfen. Als das nicht funktioniert, steigen sie aus und werfen die Steine direkt auf den unvergitterten Eingang. Relativ leicht geht die Scheibe rechts im Bild zu Bruch. Der Dieb braucht sie nur noch durchzudrücken und einzusteigen. Beim Anblick dieser Bilder der Überwachungskamera beschleicht Geschäftsführerin Jennifer Schmutzer ein gruseliges Gefühl. Wenn man so sieht, wie die Vermummten hier mit einer gewissen Brutalität vorgehen und so in seinen, ja trotzdem, auch wenn es nur der Arbeitsplatz ist, aber trotzdem auch so in seinen persönlichen Bereich vordringt, ist kein schönes Gefühl. Hauptbeute: Zigaretten im Wert von etwa 500 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von 3.000 Euro. Und was nicht in Zahlen zu fassen ist, die Verunsicherung der Angestellten. Na, meine Mitarbeiter sind schon eher verängstigt, was solche Sachen angeht, weil sie halt auch oftmals alleine arbeiten und dann schon auch Angst haben, dass es mal zu einem bewaffneten Überfall kommt. Solche Einbrüche geschehen hier fast regelmäßig. Der neueste Bruch ist schon der fünfte. Wir sind gerade dabei zu prüfen mit ähnlich gelagerten Fällen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und prüfen auch ähnliche Fälle in den umliegenden Nachbarkreisen, aber wir haben zurzeit noch kein Ergebnis. Bis die Täter nicht gefasst sind, werden die Tankstellenmitarbeiter weiterhin mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit gehen.